Hallo, hier ist wieder Papa Noob. Ich melde mich wieder mit einem kleinen Technikvideo. Und zwar geht es heute um diese Maus. Nee, Quatsch. Es geht natürlich um den, keine Ahnung, wie das Ding eigentlich heißt. IOTA, IOTA, keine Ahnung. One. Habe ich letztens ein Unboxing gemacht, habt ihr gesehen. Und bevor ich jetzt weiterrede, es begrüßen euch neben den entsprechenden Geräten, um die es geht und die Maus, die ich dazu gekauft habe, auch Kermit das grüne Smartphone. Warum? Na, weil es dazu gehört. Trotzdem geht es jetzt zur Seite. So, okay, also, ich habe das Ding jetzt mal ein paar Tage getestet. Ich glaube so 2, 3 Wochen ungefähr. Und erstmal nochmal ein paar Eckdaten, damit wir nochmal wissen, um was es eigentlich geht. Also, wir reden hier von einem Detachable, sprich, wir haben hier. Geh auf. Ja, jetzt. Wir haben hier eine Tastatur und kaputt. Ach nee, doch nicht. Ja, und ein Tablet. Zack. Wie ihr seht, es geht auch ganz gut ab und wieder dran. Ich ziehe den Kameraden ein Stück vor. Sehr schön. So, also das Ding wiegt laut Beschreibung 1,07 Kilo. Wobei ich sagen muss, ich habe es nicht getestet, ob das jetzt mit oder ohne Tastatur ist. Kein Schimmer. schwer ist es auf jeden Fall nicht. Dann Produktabmessungen 13,6 mal 10,1 mal 0,8 mal 0,8. Das kann nur hier oben das Teil sein. Mit Tastatur ist dicker. Okay, Farbe schwarz, sehen wir selbst. Bildschirmgröße 25,65 cm. Okay, also 10 Zoll. Passt. Eine Bildschirmauflösung von 1200 mal 1920 Pixel. Mir deucht, es sei ungefähr Full HD, oder? Keine Ahnung. So, dann hat das Ding 4 Prozessorkerne. Prozessor ist gerade so ein Thema. Das Ganze wird befeuert von einem Intel Atom oder Atom, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Z8350 und hat noch 2 GB Arbeitsspeicher und eine, naja, nennen wir es Festplatte, die nennen sie auch Festplatte, mit 32 GB. Betriebssystem Windows 10. So, okay, so viel mal zu dem, zu den Daten. Was ich ganz cool finde an dem Teil. Oder fangen wir an mit dem, was ich nicht cool finde? Egal. Wir fangen einfach mal an. Wir schmeißen den Kamerad mal an. So, dauert ein Momentchen, muss man hier drauf drücken und blub. Und schon fährt er hoch. Wie ihr seht, das Display spiegelt schon ein bisschen. Ja, ah, genau, jetzt sieht man meine Hand. Wunderschön. Das finde ich schade. Ist, finde ich, ein kleiner Nachteil. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt nicht spezifisch für dieses Gerät, sondern das gibt es unheimlich oft. Spiegelndes Display ist für mich immer ein Nachteil, egal ob das ein MacBook ist oder ein kleines süßes Gerät für 99 Euro. So, wie ihr seht, es ist Donnerstag, der 8. März um 21:29 Uhr. Und ich melde mich jetzt mal kurz an. So, jetzt habe ich mal mein Passwort eingegeben. Müsst ihr ja nicht unbedingt sehen, ne? Gut, also, was gibt es zu dem Gerät zu sagen? Wie gesagt, wir haben ein spiegelndes Display, finde ich nicht so prickelnd. Ansonsten ist mir aufgefallen, ich habe das Ding jetzt nicht ein einziges Mal gesäubert und es ist ein bisschen schmutzempfindlich, finde ich. Da könnte man vielleicht noch was nachbessern. Insgesamt, hier geht es manchmal ein bisschen schwer, muss man hier ein bisschen festhalten, macht aber nichts, dann ist das Ganze auch nicht so instabil. Was mir recht gut gefällt, geht das eigentlich? Tup, tup. Oder mache ich das mit der Maus? Das habe ich bisher immer mit der Maus gemacht. Also, was mir recht gut gefällt, wenn ich jetzt irgendwas mache, nein, ich bewerte euch nicht jetzt irgendwann, wenn ich jetzt irgendwas mache, und dann kann ich das hier so abrupfen und die ganze Sache funktioniert. Dann braucht er einen Moment zum Nachdenken, dann merkt er, ups, ich bin im Tablet-Modus. Naja, gut, und wenn ich damit fertig bin, dann tüttel ich das hier wieder drauf. Na, zack, jetzt. Und geht. Gibt dann noch ein kleines Geräusch von sich, gut ist. Was wollte ich sagen? Ach so, wir fangen mal mit dem Kontrast an. Also, ein bisschen schmutzempfindlich und spiegelndes Display habe ich schon gesagt. Dann sind hier Lautsprecher irgendwo verwurschtelt. Ganz ehrlich, die sind Mist. Man hört was, ja. Aber Partybeschallung ist nicht. Man kann einen Film drauf gucken, das geht schon. Ah ja. Partybeschallung ist nicht, man kann einen Film drauf gucken, aber nicht, wenn 5 Mann außen rum sitzen, ist das Ding zu leise. Da holt ihr euch besser einen Bluetooth-Lautsprecher noch dazu oder irgendwas. Oder meinetwegen Kopfhörer. Meine Fresse. Fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Wo kommt man hier hin? Okay, das war es aber schon mit den Nachteilen. Dann habe ich noch
Noch ein Punkt, das habe ich jetzt einfach mal als neutral betrachtet. Und zwar, wir reden hier von einem kleinen Prozessor, wie gesagt, ein Atom Z8350 und sage und schreibe 2 GB RAM. Das ist natürlich jetzt nicht die Welt, aber wir reden von einem 99-Euro-Gerät. Das ist ein kleines Gerät für unterwegs, für ein bisschen Office, mal ein bisschen surfen. Und vor dem Hintergrund ist das okay. Ich habe auch mal geguckt, mich hat interessiert, wie viel Speicher hat denn das Teil noch? Und Moment, ich habe ja mittlerweile nochmal nachgeguckt, wo man das findet. Und zwar, wenn ich hier in den Einstellungen nachgucke, ihr seht auch mal, wie lange das ungefähr dauert. Ich erkläre euch auch gleich, warum das möglicherweise schneller gehen könnte. So, wenn man hier in den Einstellungen guckt, hier bei System, was glaube ich versteckt, bei Speicher. So, dann sehe ich hier, dieser PC, 29,1 GB Speicher, 17,9 verwendet, 11,2 GB frei. Okay, das klingt jetzt nicht so furchtbar viel, aber für normale Dokumente reicht das noch eine ganze Weile. Wobei man hier irgendwo auch noch eine SD-Karte, also so eine Micro-SD-Karte reinfummeln kann. Das heißt, da geht noch ein bisschen was drauf. So eine 64 GB Karte gibt es für 20 bis 25 Euro. Also so eine, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe halt gesehen, so eine Samsung Evo Dingenskirchens soll ganz brauchbar sein. Passt. Also das ist jetzt nur nicht die Welt. Kann man Speicher erweitern. So, dann habe ich mal noch was installiert. Und zwar als erstes bin ich hingegangen, habe gedacht, ich bin mal ganz brutal und habe da drauf, ich hatte noch eine freie Lizenz, den Bitdefender. Und zwar Bitdefender Total Security 2018, die komplette Version, komplette Vollversion des Bitdefenders installiert. Und bei der Installation hat mir das Ding gesagt, du, dein Prozessor ist ein bisschen schwach, nun wird es aber langsam. Das ist korrekt. Das Allerschnellste ist es nicht. Wenn man hier noch den Autopilot aktiviert, komm, dann, jetzt, oh, verdammt, jetzt hast du es zweimal genommen. Verdammt. Also, ihr seht, irgendwo kommt das Ding an seine Grenzen. Aber das Coole ist, das Teil läuft. Das Ding läuft. Ich habe damit tatsächlich eine Überweisung gemacht über diese Bitdefender SafePay Software. Also man kann damit auch eine Überweisung machen. Man sollte sich vielleicht ein, zwei Minütchen mehr Zeit nehmen. Er braucht ein bisschen dann. Ist aber auch kein Wunder, weil der Bitdefender, die komplette Version, das ist jetzt nicht nur ein Virenscanner, das ist mit Firewall und im Hintergrund laufen und sichern und sicher gegen Malware und was weiß ich und Ransom Software. Blablabla. Komplettpaket. Alles drum und dran, es läuft. Er hat zwar gejammert, jetzt wird es ein bisschen langsam. Stimmt auch, aber es geht. So, dann habe ich mir noch drauf geklatscht diesen, wie heißt das Ding? Blue Sky Browser. Blue Sky? Hieß der so? Ja, Blue Sky Browser. Warum? Weil ich gemerkt habe, mit dem Edge Browser in Verbindung mit dem Bitdefender wird es zäh. So, ich demonstriere mal. Ja, er lädt. Jetzt ist er da. Das ist jetzt nicht zum Weglaufen langsam, aber furchtbar schnell ist nur auch nicht. Aber wie gesagt, wir reden von einem 99-Euro-Gerät. Dafür finde ich es okay. Und solange man den gerade nicht braucht, kann man den Bitdefender ja auch einfach abschalten. Ne? Oder eine andere Antivirensoftware. Wobei ich gerne die hier benutze, weil mit der komme ich gut klar. Gibt auch andere gute. Whatever. Okay, so und jetzt kommen wir mal zu den positiven Dingen von dem Gerät. Und zwar einmal das Preis-Leistungs-Verhältnis. 99 Euro, ich habe hier drauf, also ich kann ins Internet, ich habe ein bisschen Speicherplatz, den ich erweitern kann. Ich habe hier drauf das komplette Office, also zum Beispiel, nehmen wir mal einen Klassiker, Word. Das sind die Mobile-Versionen. Aber ganz ehrlich, für meine normalen Dokumente, Papas Dokuments, lustig, für meine normalen Sachen reicht das. Ich habe dann mal noch abgestellt, dass das alles in der, wie heißt diese Cloud hier? Ah, OneDrive. ich habe dann mal noch abgestellt, dass er alles unter OneDrive speichert, weil ich habe meine Sachen gerne bei mir und nicht sonst wo. Wir haben Excel drauf, wir haben, wie hieß der ganze Schotter? Wir haben Excel, wir haben OneNote, wir haben PowerPoint. Also das komplette Programm eigentlich. Wir haben Minecraft vorinstalliert, wir haben Groove, wir haben Cortana. Da kommen wir zum nächsten positiven Punkt.
Die Inbetriebnahme. Ich habe das Ding angestöpselt, eingeschaltet und Cortana hat die Arbeit übernommen. Also kurz gesagt, Cortana hat mir alles gesagt, was ich machen muss. Die Einrichtung hat zwar lange gedauert, weil das Ding nämlich noch Updates runtergeladen hat. Und ja, nehmt euch Mittag Zeit, ne? Ihr solltet es nicht eilig haben, wenn ihr das Ding einrichtet. Lasst mal Update machen, das dauert ein bisschen. Aber Cortana hat alle Aufgaben für mich übernommen, war von Anfang an in Deutsch, hat mir jeden Schritt gesagt, was ich tun muss. Was ich auch toll fand, irgendwann kam ein Bildschirm, wo dann stand, die und die und die und die Berechtigung kann ich aktivieren oder auch nicht. Und selbst wenn ich alles ausschalte, läuft das Ding immer noch. Jo, das finde ich in Ordnung. So, was haben wir noch? Also, ich muss mal hier kurz streichen. Also, der Bitdefender läuft. Das hat mich schon mal positiv überrascht. Das Ding ist zum Surfen und für Office eigentlich ganz gut. Die mobilen Versionen von Office vorprogrammiert. Dann, ich habe am anderen Ende von meinem Haus, habe ich einen, darf ich das sagen? Ja, ich habe einen HP-Drucker, fertig aus. Und der ist über WLAN mit meinem Netzwerk hier zu Hause verknüpft. Und ja, wenn ich jetzt Word öffne, Moment, wenn ich jetzt Word öffne und tippe irgendwas, nehmen wir ein leeres Dokument, kommst du, blablabla. So, dann gehen wir auf Datei und drucken, dann geht da ein Fensterlein auf und guckst du hier, da ist der Drucker. Das heißt, wenn ich jetzt auf Drucken klicke, kommt dieser Kauderwelsch da hinten aus meinem Drucker raus. War stinkeinfach. Ging ohne Probleme. Fand ich richtig klasse. Das heißt, Zugriff auf meinen Drucker war sofort da. So, was haben wir noch? Den blitzschnellen Wechsel zwischen Tablet-Modus und Normal. Das habe ich euch schon kurz gezeigt. Dann das Display ist, mal abgesehen vom Verspiegelten, das ich wirklich nicht mag, das ist von der Auflösung her, das ist sehr schön. Es ist klar, die Farben sind nichts zu bemängeln. Also. Ich finde es wirklich in Ordnung. So, beim Auspacken ist mir schon aufgefallen, die Tastatur, die ist echt gut. Also, ich hätte nicht erwartet, dass die so gut ist. Die ist fast so gut wie bei einem ganz normalen Laptop. Und ich habe 99 Euro bezahlt für das ganze Teil hier, das ganze Ding da mit allem drum und dran. Außer der Maus. Die hat mich nochmal 9,90 € gekostet. Aber mit Maus ist einfacher, auch wenn das Touchpad hier eigentlich recht nett ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf tippe, zack, funktioniert. Einwandfrei. Also da kann man echt nicht meckern. Das Touchpad ist ein bisschen klein für meine Wurstfinger, aber ich meine, wo sollte das Ding auch größer sein? Hier ist ja kein Platz drauf, ne? Wir reden von einem 10-Zoll-Gerät. Okay, dann haben wir das. Die Tastatur. So, das haben wir alles, okay. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Was kriege ich denn hier für 99 Euro? Müsst ihr natürlich Glück haben, dass das für 99 Euro gibt. Ich glaube, im Moment ist schon wieder ausverkauft. Ihr habt ein nettes kleines Gerät, das die notwendigen Sachen kann, das man wirklich super mitnehmen kann, weil es nicht groß ist. Man kann im Tablet-Modus ein bisschen surfen. Muss ich mich zugegebenermaßen noch an die Tastatur ein bisschen gewöhnen. Wenn man es so benutzt, wie ich es hier habe, gibt es absolut nichts zu meckern. Es ist auch mit großen Händen. Also das hier ist ein 10-Zoll-Display. Das ist meine Hand. Jo, ne? Also auch mit nicht ganz kleinen Händen kann man hier noch ganz ordentlich schreiben. Man muss kurz üben und dann hat man sich schnell daran gewöhnt. Ah, was haben wir noch? Akkulaufzeit fällt mir gerade ein. Die Akkulaufzeit wird jetzt angezeigt. Noch 58%, 3 Stunden 51. Also ich habe das Teil wirklich. Moment, wie lange war das? Das müsste so ungefähr 4,5 Stunden am Stück gewesen sein, wo ich das Ding genutzt habe. Ich habe geschrieben, ich habe Überweisungen gemacht, ich habe YouTube geguckt, habe ein bisschen noch im Internet gesurft und das Ding lief noch. Also waren noch, keine Ahnung, 30% oder was drin. Vielleicht waren es auch nur 20, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es irgendwann zugeklappt, dann ist mir später aufgefallen, ey, das Ding lief ja noch. Das war lange. Also das ist absolut in Ordnung. Was haben wir noch? Ich glaube, sonst fällt mir schon gar nicht mehr so furchtbar viel ein. Ah, doch, eins noch. Der Öffnungswinkel, 120 Grad. Mehr ist nicht. Das heißt, wenn ihr steht und das Ding steht auf dem Tisch, dann versucht mal öfter mal, das Ding ein bisschen weiter zu biegen. Bitte nicht die Tastatur dabei festhalten. Weiter geht's halt nicht. Das Ding ist gemacht, um davor zu sitzen oder um das Ding abzuziehen. Funktioniert einwandfrei. Auch die Maus hier wird sofort erkannt, eingestöpselt aus die Maus, nee, an die Maus dann vielmehr in dem Moment.
Mein Fazit: Für 99 Euro für kleine Aufgaben, für ein bisschen Textverarbeitung unterwegs, für Surfen oder auch gerne mal irgendwas im Internet bestellen oder so, für unterwegs. Tolles Teil, gefällt mir richtig, richtig gut. Kommt nicht auf die Idee, mit dem Ding spielen zu wollen. Also nichts für Gamer, klar. Also, wie heißt das komische Spiel, das im Moment alle spielen? Fortnite. Das wird da drauf wohl eher nicht funktionieren. Das könnte da knicken. Aber so für unterwegs, so für den Hausgebrauch zu mitnehmen, klappt. Ja, feine Sache. Ist nicht groß, ist nicht schwer. Passt. Die nötigen Anschlüsse sind dran. Stromanschluss, HDMI, also Mini-HDMI oder wie das Ding heißt. Mini-USB, Micro-USB, wie heißt das? Wurscht, ihr seht, was ich meine. Kopfhöreranschluss. Wo kommen die Karte rein? Ah, hier. Also muss ich jetzt abziehen. Hier ist ein Steckplatz für eine Karte. Hier ist laut leiser, an, aus. Alles dran. Jetzt klappe ich das Ding wieder auf. Schön langsam. Zack, da ist das Bild wieder. Ich bin begeistert. Das hat sich auch relativ schnell synchronisiert mit diversen Konten, die ich irgendwo habe. Das heißt hier das, na, wie heißt Benachrichtigungscenter? Oh, was haben wir hier? Oh, Quizduell. Ich muss spielen. Okay, also funktioniert alles einwandfrei wie ein ausgewachsenes Windows 10. Und ich kann echt nicht meckern. Ich bin begeistert. Wenn ihr euch fragt, für so kleine Aufgaben für unterwegs, mal was schreiben, ein bisschen Internet surfen, dafür ist das Ding absolut einwandfrei. Bisschen zu schmutzempfindlich finde ich es. Minimale Verbesserungen im Detail wären noch denkbar. Schmutzempfindlich. Mattes Display, wenn es sowas überhaupt gibt bei Tablets. Und ansonsten vielleicht noch ein paar Grad mehr Öffnungswinkel. Aber abgesehen von dem Öffnungswinkel, kann ich da absolut nichts Negatives dran finden. Ich bin mit dem Teil absolut zufrieden. Ich werde mit dem Ding glücklich für unterwegs, für den Urlaub, für Seminare, für Fortbildung, für keine Ahnung, zum Angeben. Nee, Quatsch. Okay, fassen das kurz. Ich habe genug gelabert. Das Teil ist gut. Ich kann es empfehlen, sofern ihr damit auch nur die Sachen machen wollt, die das Ding auch kann. Man muss natürlich wissen, was man hier kauft, mit 2 GB RAM und einem kleinen Prozessor drin. Es gehen halt nur kleinere Aufgaben. Aber dafür habe ich das Ding gekauft. Dafür wollte ich es haben. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne mal einen Daumen hoch da lassen. Oder wie ein bekannter YouTuber sagen würde, ein Daumen nach hoch. Oder so ähnlich. Jo, auch ein Abo wäre ich nicht traurig, da ich heute festgestellt habe, ich habe ja schon 30 Abonnenten, wie nett. Und wenn ihr glaubt, ich will nur Daumen nach hoch und Klicks und Abos, damit ich mehr Kohle mache, nee, ich habe bisher noch kein einziges meiner 100, paar 60, 70 Videos monetarisiert. Ich mache das alles kostenlos, nur für euch, nur für den Spaß an der Freude. Okay. Damit habe ich genug gelabert und Papa Noob sagt Tschüss!